Ja, Leute, was geht? Und es geht weiter mit Let's Play Plague Tale Innocence mitten mit den Pirates. Wir machen weiter. Wir sind immer hier stehen geblieben. Kapitel 10, 13. Buße heißt es. Ich habe jetzt mal Bube gesagt. Ich hab das hier nicht als ein Asset gelesen. Ich hab so schnell mit dem. Ich habe das nicht so schnell gelesen. Und das heißt natürlich Buße, nicht Bube. Weil ich auch dachte, Hugo ist weg. Bube passt nicht eigentlich. Anhalten. Weiter. Muss sagen. Hugo! Wo kann er nur hin sein? Denk nach, Amicia. Denk nach. Ja, die Mutter retten, schätze ich mal, ne? Ist das ein Dorf? Hier? Das ist voll vergraben. Hey, wartet! So hat unten. Jemand ein Kind vorbeikommen sehen? Bitte! Oh, Amicia. Fühlst du dich besser? Hä? Geht es dem Kleinen? Clavi? Seid ihr das? Habt ihr Hugo gesehen? Hast du ihn wieder angeschrien? Nein, überhaupt nicht. Die Zeiten sind hart, da muss man sich nicht auch noch streiten. Aber wir haben uns nicht mehr gestritten. Amicia, ein Kind läuft nicht ohne Grund davon. Öffnet die Tür, ich werde ihn finden. Na schön, aber sei vorsichtig. Das ist eine Halluzination? Ein bösartiger Wind kündigt sich an, Amicia. Mhm. Was ist das? Was geht hier vor? Amicia? Ich habe auf dich gewartet. Komm mit mir. Laurentius? Seid ihr das wirklich? Wo ist Hugo? Er ist fort. Ich wusste, dass das geschehen würde. Ich habe mich doch um ihn gekümmert. Warum hat er dich dann verlassen? Ich weiß es nicht. Ich habe alles getan, um ihn zu beschützen. Sogar schreckliche Dinge. Blut vergießt sich so leicht. Aber zu lieben, zu beschützen. Ich werde ihn finden. Dann geh und bete, dass noch genug Zeit ist. Mama, da draußen ist ein Geräusch. Hugo, das ist er. Mutter? Amicia, komm her. Ja, Mutter. Dein Bruder ist hier. Wie geht es ihm? Er ist zurückgekommen, weil es ihm nicht gut geht. Aber ich habe alles getan. Du hast ihm die Wahrheit verschwiegen. Aber... Seine Gefühle, Amicia. Ich hatte dich gewarnt. Lass mich zu ihm. Er will dich nicht sehen. Mit wem redest du, Mama? Ich muss zu ihm. Er braucht dich nicht mehr. Das ist gelogen. Dann geh, sie selbst. Hey, kleiner Fatz. Hugo, geht es dir gut? Nein. Was ist? Warum bist du weggelaufen? Warum hast du mir nicht gesagt, dass Mama lebt? Das war zu deinem Besten, Hugo. Das stimmt nicht. Du wolltest nicht, dass ich es weiß. Sag sowas nicht. Du bist eifersüchtig, eifersüchtig. Lass mich los. Hugo, nein! Lass mich in Ruhe. Hugo, wo bist du? Oh mein Gott. Ich glaube, das ist jetzt die reale Welt. Was ist der? Sei Dank. Hör auf zu brüllen. Wo ist deine Schwester? Ich weiß es nicht. Na, das gäbe noch mal eine schöne Prämie obendrauf. Lacht nur, solange ihr noch könnt. Haben beide? Ja. Was ist los? Idioten. Ich bin hier. Alles wird gut, Hugo. Es ist vorbei. Hey, Kleiner. Hey, geht es dir gut? Sie haben dir nicht wehgetan, oder? Nein. Aber warum bist du davon gelaufen? Ich hab Mama gehört, sie hat nach mir gerufen. Das muss ein Albtraum gewesen sein, nichts weiter. Ich dachte wirklich, dass sie es war. Sie hatte Schmerzen und... Sie hat keine Schmerzen, wo sie jetzt ist. Darüber haben wir doch gesprochen. Aber... Sie ist fort, Hugo. Das musst du akzeptieren. Gehen wir zurück. Na gut. Wir müssen zurück zum Chateau. Das war irgendwie ein bisschen komisch, oder? Das ist doch eine Halluzination. Ach du. Nein, 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 nein. Oh Gott, warum kann die Kinder mal schnell? Mama, wo bist du?
ist da drin. Mama, hör auf, das ist sie nicht. Wo gehst du denn rein? Wo sind wir denn? Nicht, Mama Hugo! Mama, ich kann dich nicht sehen! Nein, nein! Haltet den Mund! Lasst mich gehen! Ich habe es für ihn getan! Und ich werde euch wieder töten! Ich werde euch alle töten! Oh nein! Nicht sie! Nein! Hugo, bist du das? Da kommt jemand! Ich bin Hugo! Kapitel 14 Blutlinien. Es ist fertig. Kann ich jetzt zu ihr? Das wird der Großinquisitor entscheiden. Aber ihr habt gesagt... Meine Worte spielen keine Rolle, nur die des Großinquisitors. Aber sei versichert, dass du ihm sehr wichtig bist. Aber nicht auf die positive Art. Ihr habt mir wehgetan. Ich muss Mama finden. Aber wir spielen jetzt den kleinen Fratz. Ach so. In die Beatrice, okay. So hieß unsere Mutter so, Beatrice? Ich weiß es gar nicht. Wurde der überhaupt gesagt denn? Ich kann sagen, dass er gedacht wurde. Aber wir haben ja auch irgendwie ein... Wow. Oh mein Gott. Ach, dann schränkt er richtig seine Sicht ein. Ist er nicht geheilt? Oder ist das nur ein vorübergehendes Medikament? Das scheint wohl echt nur vorübergehend zu sein. Oh. Das ist jetzt die vierte Nacht in Folge beim Episanguis. Wird das jemals enden? Mensch, die Stunde der Beschwörung rückt näher. Denk nur an Vitalis. Im Vergleich dazu ist dein Opfer nicht der Rede wert. Hm? Moment. Ups, Hugo wurde entdeckt. Scheiße. Das ist jetzt die vierte Nacht in Folge beim Episanguis. Wird das jemals enden? Mensch, die Stunde der Beschwörung rückt näher. Denk nur an Vitalis. Im Vergleich dazu ist dein Opfer nicht der Rede wert. Okay, ich verstehe. Komm. Yep, ganz. Oh, das ist ganz schön groß. Wo ist Mama? Materie aller Materien. Einzigartiges Gold. Ich breche dich, um den Weg zu öffnen. Den Weg zum Blut des Auserwählten. Okay.
Tschüss. Da kommt jemand. Medikus, wie geht die heutige Veredelung voran? Die Qualität ist exzellent, aber die Menge des rohen Episanguis schrumpft. Schön vorsichtig bleiben, oder? Bestes. Das Leben des Großinquisitors hängt von der Qualität eures Destillats. Ja, da. Oh, hier kann man nicht durch. Nee. Gehen wir hier lang. Nein, versteck! Oh, die gehen kaputt. Achso. Hi! Inquisitors wird vom Biss überwältigt. Ich habe Angst, dass er seinen Geist angreift. Keine Sorge, das Blut des Jungen wird das Gleichgewicht der Kräfte wiederherstellen. Darum geht es ihm. Vorsicht! Du gehst da lang, ich gehe da lang. Wie war das? Square Deal? Gut. Oh. Hm. Okay. Und schon nach oben. Tschüss! So, sehr gut. Ah ja, es ist aber eher so ein kleiner Hindernisparcours. Und cool. Hey, da unten! Das Destillat verdickt sich! Wir werden bald die Filter wechseln und die Behälter auskratzen müssen. Du gehst nicht weiter, ne? Du gehst nicht. Du hast immer schön stehen. Das finde ich gut. 20 Fässer. Wir haben das Soll fast. Das hoffe ich, denn mehr können wir nicht produzieren. Es grenzt an ein Wunder, dass Vitalis Körper solche Mengen an Episanguis aufnehmen kann. Sein Glaube beschützt ihn. Er schützt uns alle. Ja. Wow. Danke, auf einmal drehst du dich. Oh, danke. Hey, da unten. Oh. Das Destillat verdickt sich. Wir werden bald die Filter wechseln, wow, und die Behälter auskratzen müssen. Sowas ist halt immer fies. Dann weißt du halt nicht, aber ich denke so, okay, dann bleibt er ja wohl so. Auf einmal, wenn die ganze Zeit wartet, auf einmal dreht er dann doch. 20 Fässer. Wir haben das Soll fast erreicht. Das hoffe ich, denn mehr können wir nicht produzieren. Es grenzt an ein Wunder, dass Vitalis Körper solche Mengen an Episanguis aufnehmen kann. Sein Glaube beschützt ihn. Tschüss. Er schützt uns alle. Ah, hier, ich kann. Ich hab keine Angst, keine Angst. Und durch die Stadt patrouillieren soll. Bist du auf der Liste? Ja, ich bin auf dem Platz vor der Kathedrale. Oh, dann bist du gleich neben dem Großinquisitor, wenn er uns befreit. Und ich sitze hier fest. Wir treffen uns alle hinterher. Das Ende des Bisses. Das wird ein Fest. Alter, okay, das ist echt. Echt hart gerade. Komm schon, sei mutig. Ja, bitte, jetzt krieg ich keine Panikattacke. Schlecht. Und tschüss. Und wir sind noch ein Stück weiter oben. Keiner hat dich gesehen. Wie Melli. Ach, Melli, ja. Ich werde noch blind von dem Zeug, ganz sicher. Ah, wäre selbst blind. Okay, da ist der Ausgang. Tschüss, Blindfisch. Oh, Glück gehabt. Inquisitor ist sehr beschäftigt. Beschäftigt? Ich bin der Erzbischof. Ich vertrete den Papst. Monseigneur, die Mission des Großinquisitors ist heilig. Seine Mission wurde nie von der Kirche abgesegnet. Ich sehe hier nichts als Ketzerei und Okkultismus. Und ihr,
Ihr alle folgt ihm auf seinem Pfad zur Hölle! Wählt eure Worte mit Bedacht, Exzellenz. Bei eurem Rang solltet ihr achtsamer sein. Das ist Wahnsinn. Ich darf nicht hinhören. Ich muss nur Mama finden. Oh, mein Kopf. Psst. Leise. Mama, wo bist du? Alter, weil es ja auch richtig Sicht einschränkt, ne? Ich hätte ja so Sicht eingeschränkt hier durch die Gegend laufen muss. Oh nein, nein, er darf mich nicht sehen. Na da. Magister. Der Text erwähnt eindeutig die Himmelfahrt eines Kindes während der großen Justinianischen Pest. Ich wusste es. Die römischen Adligen isolierten ihn von den Menschen und beteten ihn im Geheimen an. Vielleicht ein Vorfahr von Hugo de Roon. Weiter! Sie sprechen über mich. Wenn er das Land vom Biss befreit, gewinnt der Großinquisitor die Bewunderung der Leute und damit beispiellose politische Macht. Die Anwesenheit von Erzbischof Gauthier sagt eine Menge. Der Hof des Papstes ist besorgt. Das sollte er auch. Er hätte eingreifen sollen, als er noch die Gelegenheit dazu hatte. Ach, er war das. Hä? Und da ist auch noch einer, achso. Ich will den anderen. Ich sehe den anderen aber nicht. Ich will ihn nur. Die Prima Macula. Nein! Was? Was ist das? Hä? Ja! Wow, Alter. Wenn er das Land vom Biss befreit, gewinnt der Großinquisitor die Wo willst du denn hin, Junge? Und damit beispiellose politische Macht. Die Anwesenheit von Erzbischof Gauthier sagt eine Menge. Das schaffe ich nicht. Ah, Mann, aber muss ich einmal ganz komplett warten, bis er, weil er sonst nicht schafft. Och, Leute. Warten wir. Scheiße. Gut. Holt man gleich, ich hätte gleich, ja, ich glaube, warte, ich muss gleich loslaufen, das weiß ich, müssen wir nicht warten. Geht jetzt ein bisschen schneller, ich habe jetzt keine Lust, jedes Mal zu, so ein blöder Kontrollpunkt, ne? Wenn er das Land vom Biss befreit, gewinnt der Großinquisitor die Bewunderung der Leute. Hey, das kann nicht. Oh nee, man muss wirklich warten. Oh, ja, gut, dann warten. Wow, ich muss jetzt einmal warten, bis er weg ist, bis er dann wieder... Ah, komm, beweg dich ein bisschen, komm. Ja, so geht es aber auch. Das, also Glück. Die Prima Macula. Keine Lust zu warten. Nein. Verschlingt sie den verlorenen Träger oder schreitet neben dem, sehr der gut. Sie zählt, Meister oder Sklave, Ordnung oder Kartus. Die Forschungstexte von Beatrice de Roon sind alle verschlüsselt. Ich gebe auf. Ich habe gute Neuigkeiten. Sie haben sie endlich in den Keller verlegt. Dann wird sie endlich regnen. Hä? Hm? Oh, ich hätte hier geht's weiter, egal. Na dann. Oh. Keller. Okay, ab im Keller. Oh, hier geht's runter, sehr gut. Wir sind jetzt eigentlich ganz nach oben gelaufen. Ja, je nachdem ist die Frage, ob wir jetzt hier gleich in den Keller kommen. Dann wird das ja easy. Sie ist im Keller, haben sie gesagt. Ich muss weiter nach unten. Echt?
Ich habe gelernt, wo ein Keller ist. Yay. Hier ist einfach alles so groß. Der Mann, wer ist das? Ritter Charlie, der Dritte. Großinquisitor, der Erzbischof ist eingetroffen. Sehr gut. Bringt ihn herein. Vitalis. Monsignor Gucci, hattet ihr eine angenehme Reise? Spart euch das Geplänkel. Wir sind eurer Spielereien müde, Vitalis. Spielereien, Erzbischof? Können Spielereien die Zukunft der Welt verändern? Hört ihr euch selbst reden? Ihr habt den Verstand verloren. Und das... Mit Verlaub, es ist wichtig. Wir haben das Blut von Hugo de Rouen. Habt ihr es untersucht? Ja, jedoch... Monseigneur, der Junge sollte die erste Schwelle bereits erreicht haben, doch etwas in seinem Blut scheint den Prozess zu verlangsamen. Die Makula ist noch in ihrem Ursprungszustand. Allerlei. Schenkt man den Büchern Glauben, wird mein Blut mit seinem verbunden sein. Erreicht er die nächste Schwelle, so werde ich sie mit ihm erreichen. Fahrt fort. Genug. Ihr mögt den Märtyrer spielen, aber erlaubt mir, euch die Augen zu öffnen. Ihr seid ein widerwärtiger Ketzer, dem die Macht zu Kopfe steigt. Der Papst sieht in euch eine Gefahr, Vitalis Benevent. Man wird euch exkommunizieren. Man kann einen Menschen exkommunizieren, Erzbischof. Doch keinen Heiligen. Eure Inquisition ist vorbei. Und ein neues Zeitalter bricht an. Eines, in dem Marionetten wie ihr vor mir niederknien und um Vergebung betteln. Er ist hier. Ausgezeichnet. Seht nach, ob Beatrice de Rouen wieder bei Bewusstsein ist. Er macht mir Angst, aber ich muss ihm folgen. Warum wehrt sie sich so? Wir haben dasselbe Ziel. Wir bekämpfen auch die Pest. Nur unsere Methoden sind verschieden. Ihre Tochter begeht denselben Fehler. Drüben. Was ist das? Oh, ja, bin ich... Ja, ich... Dieses Kapitel, Mensch. Aber ich muss ihm folgen. Warum wehrt sie sich so? Es ist wir nicht schwer, es ist nur so eine Geduldssache. Ja. Wir bekämpfen auch die Pest. Das haben wir noch nicht gesehen. Nur unsere Methoden sind verschieden. Ihre Tochter begeht denselben Fehler. Jetzt müsste es gehen, oder? Ja. Narren. Doch der Bruder, er ist einzigartig. Er begreift vielleicht. Einzigartig? Ich bin einzigartig. Bild dir nichts auf seinen, Hugo. Bild dir nichts auf an. Also, habt ihr den Großinquisitor gesehen? Ja. Das Blut des Trägers fließt in seinen Adern. Die Beschwörung wird stattfinden. Wunderbar. Das Ende der Pest ist nah. In der Tat. Bleibt aber weiterhin wachsam. Ja. Ein Garten, der Himmel. Wir können den Himmel sehen. Herr Nikolas, Glückwunsch zur Gefangennahme des Jungen. Wir haben ihn wochenlang gesucht. Und dann taucht er einfach hier auf, weil er seine Mutter sehen will. Pah.
Sinn für Humor? Den wir ihm austreiben werden. Da fällt mir ein, ich wollte seine Mutter noch persönlich aufsuchen. Was wird er mit dir machen? Ey, ja, natürlich, hier kommt er dann. Ja, geht, schnell. Ja. Geh weg. Oh, jetzt verliere ich, oder was? Hä? Oh Gott, er kommt. Der sieht mich. Was ist denn das? Ja, natürlich. Oh, also so. Ja, dann muss es anders gehen. Der Himmel. Wir können den Himmel sehen. Oh, das hätte ich auch reingehen können, ne? Achso, ja. Wir haben ihn wochenlang gesucht. Ja, okay, genau. Und dann taucht er einfach hier auf, weil er seine Mutter sehen will. Er hat wohl Sinn für Humor. Den wir ihm austreiben werden. Jupp, geh mal weiter, Junge. Ich wollte seine Mutter noch persönlich aufsuchen. Was wird er mit dir machen? Schön, wie es gut ist. Aber das werden wir in der nächsten Folge da machen, wenn wir bei 26 Minuten. Ich danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass es euch heute ein bisschen Spaß gemacht hat und ihr beim nächsten Mal hier wieder einschaltet zu einer neuen Folge Plick to Innocence. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein. Bis dann, mein Pyro. Tschüssi. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Wir sehen uns. Haut rein. Ciao.